Hat er genommen? Ich liebe es. Gut. Oh, Hilfe. Fenster Perim. Aha. Erstmal die großen zweimal. Ja. Ja, ist es das? Hat er genommen? Gut. Dann das nächste. Wenig Platz. Willst du mich gerade? Das ist jetzt für mich nicht nachvollziehbar. Ja, kommt der Rückler genau richtig? Das passt wirklich nicht. Jetzt geht's. Nein, geht nicht. Aber es muss gehen. Es ist doch falsch. Buggy, hallo. Es ist doch einfach gar nicht wahr. Ist die... Warte mal. Katze? Nein. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist ein Bug. Und ich werde wegen einem Bug... Und jetzt stimmt es ja wieder nicht. Ich mache mir den Rest. Wie, die passt nicht da rein. Das ist jetzt trotzdem gerade ein bisschen bescheuert. So, was ich jetzt mache ist... Warte mal. Zurück zum Büro.
Ja. Macht er das jetzt? Danke. Das ist jetzt sehr seltsam. Ich gehe gleich wieder hin. Wäre sehr unschön, wenn ich meine blütenreine Bilanz da durch so einen halbfertigen Auftrag, weil da ein Bug drin ist, nicht verenden könnte. So. Ich meine, ich bin schon Millionär, ne? Mich macht sowas überhaupt nicht. Ja, ich weiß, ich mache da ja alles auf. Gut, geh rein. Dir auch, so, ja. Gespannt. So. Dankeschön. Ich habe eine Idee. Ich bin so doof. Es war doch mein Fehler. Lass mich raten, es geht jetzt auf Anhieb. Klar. Es war kein Bug. Ich bin doof. Da war die Tür offen. Ich bin so doof. Ja, Entschuldigung, Spiel. Entschuldigung, ich habe dir Unrecht getan. Rechteckige Deckenlampe. Wie viel? Vier machen wir doch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Standardlichtschalter. Dahin. Und dahin. Pferde mit Licht. So, Pferdedruck Acryl. Der kommt natürlich auch in die. Okay. Ah, ich kann öffnen. Okay, warte mal. Hi. Ja, den platziere ich nochmal neu. Mache ich tatsächlich, ja. Pferdedruck. Hi. So, warte. Ein Schabrackenständer. Schabracke ist, so viel ich weiß, die Pferdedecke, oder? Der kommt dann außen hin. Der kommt da zwischen die Fenster, die jetzt sehr gut passen. Ich bin so doof. Der kommt genau dahin. Aber doch da. So, okay. Regal mit Pferdebedarf. Hemdi. Hemdi? So. Der kommt über den Schabrackenständer und der Pferdebesen. Wichtig, den stellen wir einfach auch dahin. Jawohl, fertig. Auftrag beenden. Es war ein harter. Hallo Katze. Ich nehme das nächste Mal den Simba mit, ne? So. Schließen. Und wir sind fertig, ne? Ja. Okay. Boom. Was? Nein. Was? Ah, da fehlt noch was.
fertig. Müssen wir noch irgendwo rein. Garten, Terrasse. Okay. Jetzt geht das wieder los. Oh nein, ich hasse es. Nein, ich muss doch. Danke. Ist das so? Aha. Ah, das ist gut. Jetzt versuchen wir das trotzdem mal mit dem. Nein. Ja. Ob wir das jetzt hinkriegen? Ein Paket mit Fliesen wäre nicht schlecht, das ist richtig. Super, das ist schon mal erledigt und wir können zurück zu den Zäunen. So. Ja, der hängt wieder. Okay, es ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es mal kann, dann ist es okay. So, das heißt, wir haben wirklich nur noch Hilfe. Oh. Diese eine Stelle. Wir haben ein kleines Tor. Das hat geklappt. Hallo Katze. Komm raus. Komm mit. Nein. Gut. Da rein. So. Hindernis. Ach Gott. Ja, ich verstehe es. Okay. Wir müssen. Oh Gott. Das will ich nicht. Wie oft? Wie viel davon? Oh, ich finde das nicht gut. Ich mag Springreiten nicht so gerne. Eins und dahin. Dann das Hindernis Cavaletti. So, dahin und dahin. Das Hindernis Kreuz. Was soll denn das? Also das ja. Hierhin. Und dahin und der Wasserdruck Corgi, der kommt hierhin und für das andere Pferd dahin. Fertig, oder? Jawohl. Siehst du mal, und es war kein Bug, es war mein Fehler. Ich muss es festhalten. Als das, was es ist. Oh, na gut.
Wann kommen wir denn endlich an die tatsächlichen Bauernsachen ran? Weil das da war ja jetzt noch nichts, ne? Ich glaube, wir müssen uns dann wirklich mal einen Bauernhof kaufen, dort alles zurecht machen und dementsprechend dann auch dort mal ein Feld anlegen und so Sachen. Ja, genau. So. Ein letzter Auftrag für heute. Ich würde mir ja so wünschen, der wird sich das merken. Was? Ja, machen wir bitte. Okay. Die brauchen aber noch mehr, ne? Hallo. Ja. Streicheln. Ja, schließen. Ja, du? Nein. Und streicheln. Ich nehme beim nächsten Job, wie ich gesagt habe, den Simba mit. Simba, da ist er. Hallo. Leider auch fault. Und beim Job hat er das da an. Okay. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. So. Ja, da lang. Also wie gesagt, das Ruckeln beim Speichern ist gewöhnungs. So Ruhe und Frieden, ein endloser Himmel und eine alte Windmühle inmitten eines Tulpenmeers. Das würde nicht gerne in so einem Ort leben, sondern Kevin liebt diesen Ort. Das gehört das in der Vergangenheit, wurde zu einem Fixpunkt ihrer Welt, aber alles verändert sich so immer. Und so auch die Mühle. Okay. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze noch mal entwickelt. Vielleicht dürfen wir irgendwann Ackerbau machen oder müssen das wirklich in einem eigenen Projekt machen. Aber ich meine, wir haben genug Geld, um einen Bauernhof zu kaufen. Und da sind auch die Katzen viel besser, ne? 1878, so. Ich trinke mal einen Schluck. Ich glaube, das wird das erste, oder? Sanne de Vries. Ja, Tulpen Holländer ist super. Tulpen aus Amsterdam. Mache ich. Oh, willkommen in der neuen Welt. Soul Solution. Ah, ja, gut. Doppelsinnig Soul Solution. So, erstmal Triffentscheidungen. Mein Garten ist voller Farbe. Tomaten, Mais und alles Gemüse. Manchmal finde ich das sogar schöner ist als unsere Tulpen und auch viel leckerer. Ja. Und jetzt? Ich weiß. Ah, hier ist das Problem. Ich möchte den Garten vor unseren Hühnern schützen. Aber ich weiß, dass Hühner glücklich sind, wenn sie frei herumlaufen dürfen. Aha. Gemüsengarten? Ja. Dann natürlich das hier. Wir fangen an mit. Oh mein Gott. Hat das gereicht? Nein.